Hatten wir nicht noch eine Batterie gehabt? Was ist denn das? Das ist doch, oder? Das ist nicht so eine Batterie? GRP-Akkusatz. Inventar voll? Wir haben Inventar voll? Tatsache. Können wir nachladen? Jo. Warte mal. So. Dann lade ich mal eben hier auf. Nutzen. So, sehr schön. Wir haben Inventar voll. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. So. Ihm noch hier und ihm noch hier. Und ihm noch. Und ihm noch. Und ihm noch. Haben wir da auch noch? Okay. Den Rest haben wir alle zerwürfelt und zerfetzt. Also, gut. Bin ich froh, dass ich da nicht reingeraten bin. Wer macht denn bitte Sonnendurchgang? Beim völlig gefährlich. Das ist, ja, okay, gut. Okay. Kommt da einfach angekrabbelt. Was will er denn? So. So, hier ist überall zu. Es geht also nur nach oben. Finger nach oben und man wird sich loben. Aktiviere die Schuhsteuerung. Das wird da sein. Können wir irgendwas bauen? Warte, ich gucke nochmal, ob hier irgendwas zum Einsammeln gibt. Aha. Energieumwandler. Inventar voll. Na, leck mich doch. Gesundheitsinjektor. Haben wir volles Leben? Nicht ganz. Warte. Nutzen. Jetzt aber. Ja, sehr schön. Dass wir so Inventarplatzprobleme haben, hätte ich nicht gedacht. Einheit online. Ich bin immer so ein Sparfuchs, was sowas angeht. So, erstmal verkaufen. So, hier, verkaufen. Und freie Auswahl. Freie Auswahl. Freie Auswahl. Ganz frei. 800 kostet die Flinte, ne? Haben wir die eigentlich? Ne, die müssen wir freischalten, glaube ich, ne? Hi, Craig. Erhöht die Aufladerate. Zusätzlich Kühlkörper. Okay. Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherung. Ziel kann bei Aufprall verletzt werden. Kostet 300. Ist nicht schlecht. Die Schleuderkraft. Nehmen wir mal. Qualitätsprüfung bestätigt. Okay. Sehr schön. Haben wir noch 220? Würde ich sparen. Und dann... Oh. Das sieht nicht sehr gut aus. So. Geschafft. Okay. Jetzt hat's geklappt. Geh zum Kontrollpult und mach die Zelle auf. Bin unterwegs. Nimm den Aufzug runter. Okay. Also hier nicht, sagst du? Okay. Also wieder Aufzug fahren. So. Die Tür ist jetzt offen. Hui. Oh, da steht schon Kandidat. Das ist ja ganz toll. Moin, grüß dich. Tachchen. Da kommt noch einer hinter uns, ne? Was soll denn das? Alter. Der brennt. Wow.
Alter! Oh. Schieß die Beine weg, du Penner. Das war aber ganz schön, alter Schwede. Ja, wir haben ja noch einen, ne? Gönnen wir uns erstmal die Spritze. Ab in den Nacken damit. So. Du stehst nie wieder auf, verdammt nochmal. So. Okay, der brennende Dude. Lässt auch noch ein paar Credits fallen. Wo ist denn hier sein Kollege? Liegt der da drunter? Nee. Der Polizist? Hier liegt noch ein Arm von dem. Oder der... Keine Ahnung, was es war. Der scheint weg zu sein. Liegt nur noch ein Arm. Oder hier sein Torso. Ah, da. Der lacht doch da drunter. Okay. So, die Zelle sollen wir öffnen, ne? Welche denn? Ah, die hier. Okay. Gut. Ich hab's. Funktioniert. Gut, bin gleich da. Elias, ist das wirklich die Richtige? Hey! Ah! Ja, hol mich hier raus! Was machst du denn was hier? Was zur Hölle ist los? Hast du gewusst, dass sie es ist? Ist sie es, die wir suchen? Hey, ich wusste nur, dass uns hier jemand helfen kann, okay? Und warum sollte ich das? Ich bin hier schon ewig. Ich weiß alles über diesen Ort und ich kenne den Weg zum Hangar. Okay, und du rufst uns einen Shuttle. Und der fliegt uns hier raus. Wir schaffen das. Wir müssen einfach nur zusammenhalten. Danke, aber ich komme allein zurecht. Aber hier noch ein Tipp. Trau ihm nicht. Er verbirgt was vor dir. Was? Alarm! Notfallverriegelung gestartet. Elias! Ich schwöre, Jacob, ich wusste nicht, wer sie lecker war. Ich dachte, du weißt alles über diesen Ort. Ja, das habe ich auch gedacht. Und was jetzt? Jetzt bist du da drin gefangen, bis die Zelle andockt. Das heißt, ich kann zur Bahn, du aber nicht. Schon klar. Nein, ist in Ordnung. Du musst zur Müllentsorgung, okay? Melde dich, wenn du dort bist. Müllentsorgung. Moment, was zur Hölle ist das? Nur was Kleines, um dir zu helfen. Vertrau auf den Plan, okay? Okay. Das ist der Plan, zur Müllentsorgung zu kommen. Oh Gott. Oh oh. 3, 2, 1. Oh nein. Nein, 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 nein. Wieder Fahrstuhl. Geht ja. Oha. Hallo? Hallo? Fahrschulprotokoll, ja. Erreiche die Bahnstation. Moin. Was mit dir denn? Ernsthaft? Hörst du mal auf da? Mit! Mann! Jetzt bin ich aber sauer. So. Also, wir befinden uns bei B wie Wasser. Kennt man ja, Wasser. So. Okay, wir müssen da durch. Ja. Achso, nee, ich wollte mal. Nein! Was war das denn? Eigentlich wollte ich noch lesen. Denn wir haben eine neue. Genau, hier. Danny.
Danny, Mitglieder der Transportgruppe Outer Way, demonstrierte Fähigkeiten im Hacken von sicheren Netzwerken und Systemen. Diverse aufstehende Haftbefehle inklusive mutmaßlicher Beteiligung an kürzlichen Ereignissen auf Europa. Hochgefährlich. Kein Kontakt aufnehmen. Mhm. Was war das? Der Wurm? Okay. Da ist jemand. Achso. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Irgendwie vertraue ich hier niemanden. Ich weiß nicht warum. Ist nur so. Ja. Ist so ein Ding von mir. Niemanden zu vertrauen auf so einer abgelegenen Raumstation. Was? Oh nein! Nein! Ich hab's gewusst! Was tot? Jetzt. Ich traue den Leuten nur so weit, ich sie werfen kann. Und das ist nicht sehr weit. So. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wer klopft denn da? Ist das der Nikolaus? Ich hab's gewusst. Ich habe keine Muni mehr. Das ist blöd. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, oh nein, 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 nein. Oh, leck mich doch fett. Was wohl passiert, wenn wir nichts machen? Da geht's lang und da auch, oder nicht? Ja, möchte ich aber nicht. Nein, nein, du gehst zurück. Zurück. Danke. Wir gucken erstmal hier, oder? Ach nee, das geht nicht. Okay. Dachte erst. Naja, gut. So. Na dann. Ernsthaft? Kein Scheiß Ernst? Bitte lächeln! Das ging ja schnell. Okay. Alter Schwede. Craig, we recording for YouTube. The sounds doesn't work now. Hey, der steht doch noch. Was machst du denn da? Okay, tschüss. Ach, der kommt jetzt wieder, ne? Der ist ja so schlau. Oder? Ich gehe einfach weiter. Tschüss. Ich rufe jetzt die Bahn. Das haut nicht hin. Du musst dich genauso rausschleichen, wie du reingekommen bist. In der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein. Warum sehen wir das? Frage ich mich. Wieder am Rumgurgeln ist, ne? Im Hintergrund.
So. War hier was? Ja, irgendwas kam hier, ne? Genau da. Ich wusste doch, irgendwas war doch hier. So, Munition. Jetzt kamen doch diese Viecher gleich, ne? Die Viecher, Viecher, Viecher! Ernsthaft? Ach, die kommen gar nicht aus den Nestern? Kommen die gar nicht da raus? Dann kann ich mir die Muni auch sparen, weil da vorne ist gleich wieder der Zungenarm. Oh, es sind also nur die großen Dinger, ja? Okay. Könnt's ja trotzdem ablecken. Vielleicht entspringt ja ein Credit oder so. Man weiß es nicht. Aber anscheinend ja nicht. Wo sind wir denn gerade nochmal gestorben? Ach ja. Hier gleich irgendwo, ne? Der kommt gleich. Hier nach. Naja, hier unten kam der Schlingel. Sogar nicht sterben. Komm nun mal. Ernsthaft? Gut. Sehr schön. So. Da geht's nicht lang, aber da könnte es lang gehen. Okay. So. Okay. Hör genau zu, Jacob. Der Rüstungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Roboter vorbeischleichen. Okay. Da stand aber Wasser. Frage, oder? Oha. Es war so klar. Fliegt er durch die Anlage. Oh nein, was? Was ist mit ihm denn? Du hast auch noch einen halben Kopf. Was ist mit dir? Brille? Wielmann. Das ist ja blöd. Eigentlich habe ich ausgewichen. Aber okay. Ich würde sagen, wir gönnen uns nochmal eine Spritze. Ha! Dann sind wir wieder fit und sauber. Waren gerade mal eben waschen. Hör genau zu, Jacob. Der Rüstungsschacht in der hinteren Ecke bringt dich zur Müllentsorgung. Dazu musst du dich an den Roboter vorbeischleichen. Natürlich weiß er, dass wir da sind. Warum denn auch nicht? Ich glaube, der ist tot.
glaube ich. So, DNA-Sample-Test. Okay, was hat der noch für uns? Gar nichts? Okay, nee. Ich vergesse die Gravity Gun immer. Oha. Das wird, glaube ich, ganz lustig jetzt. Sehen die uns hier durch? Nein, wollte ich gar nicht. Da ist Munition. Nehme ich mit. So, dann lass doch mal gucken. Wo lang der so watschelt. Okay. Nutze den Fernkampfwaffen. Also. Da liegt ein Gesundheitsriegel. Der geht doch immer denselben Weg, oder? Ja. Wo muss man denn hin? Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen. Da liegt auch noch was. Merkt er das nicht? Was? Tschüss! Nein! Hau ab, Mann! Hau doch ab, Mann! Ich hüpfe hier rüber. Hab keinen Bock, gegen den Roboter zu kämpfen. Bam, Junge! Geht doch. So. Das hat ja gut geklappt gegen den Roboter. Ich habe keine Lust gehabt, gegen den zu kämpfen. Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld dich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Okay. Checkpoint. Kommt der hier? Mit Sicherheit, ne? Verlasse die Station. Weiß noch. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangenen nicht ausbrechen. Ich lade mal nach. So. Okay. Ui, das ist ja ein toller Gang. Was ist das denn? Was kann ich damit machen? Ach so. Wieso kriege ich so viel Revolvermunition? Das gefällt mir gar nicht. Ah, da komme ich gar nicht rein. Okay. Oh nein. Was? Oh, eine automatische Waschstraße. Das ist ja praktisch. Achso, die geht an, sobald man hier drauf geht, ja? Das ist ja sehr schön. Okay.
Das ist ganz toll. Spiel Spaß und Spannung. Natürlich. Hui. Zup. Kannst direkt hier bleiben. Ich frage mich, was für eine Anlage das ist. Ach ja, Müll, ne? Bitte darauf. Danke. Ich glaube, da ist hinter uns irgendwas zerplatzt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Das, ja. Das war ja toll. Elias. Ich bin das da. Ich bin ist sehr großartig. Gut. Dann geh jetzt ans Fenster und sag, was du siehst. Schnee. Und ein Planeten. Zwei. Monde? Keine Ahnung. Eine Station. Wow, verdammt gute Aussicht. Jo. Ja, jetzt verdammt liegst du richtig. Da zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht reingeraten. Ja, ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Ja, das ist unser Weg hier raus. Ja, den bin ich früher oft angeflogen. Als ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatskuppel bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir, ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Hab Aufnahmen gemacht. Die Software, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näherst. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Und was dann? Ich hole dich an der Warnstation ab. Easy peasy. Also gut. Natürlich easy peasy. Nein, das geht nicht. Du gehst nach unten an. Da gibt's kein Signal bis zur Kuppel. War ja klar. Gibt es noch mehr, was du mir nicht gesagt hast? Okay, beeil dich einfach, ja? Da sollte irgendwo eine Luke sein. Und... viel Glück, Jacob. Ja, dir auch.